Es ist zu krank. Was soll ich sagen? Dieses Angebot ist einfach zu heftig. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein. Gönnen wir eine erste Legendäre. Das wäre krank. Hey Leute, es geht weiter mit dem Pay-to-Win-Account und das heißt, wir haben heute ein unfassbar krankes Angebot vor uns. Zum einen zwei Blitztruhen, dann zwei Riesentruhen und vor allem eben einfach, total glücklich, schon zwei Mega-Blitztruhen. Das heißt, ab 1000 Trophäen könnten wir dazu eben aus diesen Mega-Blitztruhen schon legendäre Karten ziehen, was einfach unfassbar krank wäre. Und jetzt an der Stelle auf jeden Fall noch ein ganz wichtiger kurzer Hinweis, und zwar habe ich inzwischen meinen eigenen Creator-Code. Der heißt Jojonas und könnt ihr sowohl in Warzers als auch Clash of Clans eintragen. Und vielleicht, wenn ihr das Video später seht, könnt ihr ihn vielleicht inzwischen auch sogar in Clash Royale eintragen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Müssen einfach eben einfach nur eintragen in den Shop, ist ein kostenloser Support, unterstützt mich eben. Also kostet euch gar nichts, unterstützt mich und würde mich auf jeden Fall freuen. Und euch jetzt wie immer viel Spaß mit dem Video. Wir warten erstmal ab. Er bringt jetzt den Mini-Packer rein, ist in Ordnung. Und ja, jetzt hätte ich eigentlich gerne Skelette gebracht, wenn wir nicht mit Oh mein Gott, nein, 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 nein. Nein! Nein! Oh mein Gott, okay, ganz ruhig bleiben. Okay, alles gut. Wir können Schaden kassieren, wir dürfen halt nur den Turm nicht verlieren. Das war schon sehr ordentlich. Ganz ruhig, okay. Alter, was war das denn? Ich hab nichts gehabt, nichts. Okay, das ist nicht gut von ihm. Er wird auf beide Türme gehen, das ist gut für uns. Er geht zum Glück nicht auf einen Turm. Wenn er das auf den Turm... Oh mein Gott, wenn er, er hat auf beiden Seiten so viel Schaden gemacht. Er hat auf beiden Seiten total viel Schaden gemacht. Was machen wir jetzt? Ich bring Prinzen davor. Ein bisschen... Oh, nee. Doch, ist gut für uns, stimmt. Die Musketiere wird beschützt. Es geht schon in Ordnung, es geht klar. Ja, okay. Ganz, ganz, ganz ruhig bleiben. Wir dürfen jetzt hier nicht den Turm verlieren. Gerade eben noch gesagt, wir können es erst später noch schaffen mit dem ersten Turm. Und jetzt könnten wir hier vielleicht schon erstmal in Gefahr geraten. Dass wir jetzt hier schon bei 600 Trophäen den ersten Turm verlieren. Das wäre gar nicht geil. Okay. Was machen wir? Ich mache Druck. Sehr gut. Jetzt kann die Hexe hoffentlich alles wegkillen. Ich habe Pfeile bereit. Aber ich darf halt vor allem den Turm nicht verlieren. Jetzt hier genau die Pfeile rein. Ganz schnell. Sehr gut. Perfekt. Und jetzt aufpassen. Passen wir auf, was er jetzt macht. Wenn er jetzt irgendwie auf... Okay, nice. Das habe ich gebraucht. Sehr gut. Sollten wir es eigentlich geschafft haben. Musketiere dazu. Das war jetzt nicht gut von ihm. Skelette dazu. Und wir haben es zum Glück geschafft. Wir haben zwar ordentlich Schaden kassiert, aber es ist zum Glück auch über zwei Seiten reingegangen. Statt über eine Seite. Und das ist direkt der 3-Kronen-Sieg. Sehr gut. Das schaffen wir normalerweise. Mal schauen. Wir machen weiter. Was haben wir? Golem, würde ich sagen, oder? Golem, Barbar. Was ist, holen wir uns? Golem, Barbar. Wir holen uns... Golem. Wir holen uns den Golem auf jeden Fall. Wir holen uns den Golem, weil Barbarenfass kommt nicht an die Skarmie ran. Wenn der Gegner vorne eine Skarmie setzt, kommen wir den Barbarenfass nicht ran. Und Golem ist geil. Golem macht richtig Spaß. Weil das Ding ist, das Fass kommt wie gesagt nicht an die Skarmie ran. Danke gerade für den nächsten Sub an Knaubs. Wieder ein Euro mehr aufs Budget drauf an der Stelle. Wie gesagt, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr das Ganze mit Twitch in den Einstellungen verknüpfen. Und dann könnt ihr mich kostenlos subben. Also kostenlos mich eben unterstützen. Ich muss gerade aufpassen, Sekunde. Oh mein Gott. Nein. Oh, alles gut, Hex ist dran, sehr gut. Können die Mods vielleicht gerade mal reinschicken? Genau, es gibt glaube ich, auch einen Prime-Befehl, wo ihr auch gerade mal schauen könnt, wie ihr das machen könnt. Wie gesagt, wenn ihr einfach Ausrufezeichen Prime, also P-R-I-M-E, dann auf den Link klicken, da ist gerade ein YouTube-Tutorial von Trimax, wie ihr das machen könnt. Ihr könnt mich, wie gesagt, wenn ihr nämlich Amazon Prime habt, könnt ihr mich nämlich kostenlos subben und mich damit kostenlos unterstützen. Und ja, damit auch eben mehr Budget für den Pay-to-Win-Account rausholen. Das ist dran, sehr schön. Das läuft so krass. Wir holen jedes Match. Was macht er? Die Hexe einfach. Ich fasse es nicht. Ich ziehe gleich noch einen Prinzen dazu. Das ist unfassbar. Wir sind schon fast bei 900 Trophäen und es kommt schon wieder ein Sub rein. Vielen, vielen, vielen Dank. Skarmie dazu. Die sollte jetzt hier hoffentlich dran sein. Prinz? Ja, wir sind dran. Let's go. Das ist einfach. Das Deck ist insane. Einfach Riesenskelett und Hexe. Krank. Was machen wir? Hexe rein. Ja, ist ziemlich aggressiv. Kann die Skelette noch spawnen? Ja, ein bisschen spät. Oh ne, okay, alles gut. Jetzt hier am besten ein Riesenskelett davor. Ja, let's go. Beide wurden getroffen, aber ist in Ordnung. Es hat hoffentlich keine Skarmie oder so. Die tut weh, aber ist in Ordnung. Die Hexe macht nicht den besten Flächenschaden, aber ist in Ordnung, wie gesagt. Prinz gleich rein. Valkyre? Die ist. Er deft's gut. Die Hexe wird wahrscheinlich wegsterben, oder? Überlebt die? Die überlebt. Prinz, na, die überlebt. Oh mein Gott. Nicht ganz. Musketiere wird auch. Nee, nicht, okay, Musketiere wird nicht angegriffen. Ich bringe. Keinen Fall, oder? Fallprodukt? Nee, alles gut. Okay. Es reicht noch nicht ganz, aber wir haben es gleich geschafft. Es wird reichen gleich. 400, 250 Leben noch. Was machen wir? Jäger nach hinten. Wir haben fast keinen Schaden kassiert. Das ist unglaublich. Also, dieses Deck ist insane. Und wir haben gleich noch das Opening. Skarmie rein. Sehr schön. Was macht er? Wir bräuchten halt irgendwie einen Counterpush. Aber was machen wir? Also, Musketieren und Jäger sind nicht gut. Wir müssen abwarten erstmal.
Bring einen Bomber rein. Kann er wegsterben? Komm, wie ist das davon? Komm. Reingehen. Einfach rein. Oh, RIP. Oh mein Gott, nein. Hab ich. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oder? War das gut? Oh mein Gott, der Jäger überlebt. Der Jäger überlebt. Wichtig. Der Jäger ist der Einzige, der eben noch ein paar Schüsse auf Eiber abgeben kann. Mit seinen Kugeln. Wir sind dran. Wir haben es geschafft. 1000 Trophäen. Fast immer 3-0. Keinen einzigen Turm verloren. Ich bin so gespannt, wie viele Trophäen wir noch schaffen werden, ohne einen einzigen Turm zu verlieren. Das Ziel sind wirklich 4000 Trophäen, ohne einen einzigen Turm zu verlieren. Und da sind wir. Haben wir nochmal ein neues Angebot sogar. Und hoffentlich bleibt das Angebot jetzt. Haben wir jetzt ein Arena 4 Angebot? Hoffentlich. Erstmal eine Riesentruhe, würde ich sagen. So, Riesentruhe. Gute seltene Karten. Ah, nee, die sind nicht so gut. Nicht so meins, okay. Jetzt können wir ziehen. Sepp vor allem, ganz wichtig. Natürlich legendäre Karten können wir habt jetzt ziehen. Tunnelgräber und Laron, das wäre so krank. Pekka, Megalakai, Blitz, also auch geil. Inferno kommt jetzt nicht so meins. Und wir haben vor allem dieses Angebot. Aber wir haben keine Arena-Angebote leider. Wahrscheinlich haben wir stattdessen das Angebot, aber das ist 10-mal geiler. So, Sekunde. Wir kommen jetzt erst noch zu den Pass Royale-Belohnungen. Bevor wir zum Angebot kommen. Haben wir den Turmskin sogar? Nicht ganz, den haben wir beim nächsten Mal. Das wird auch krank werden. Dann haben wir in der nächsten Folge auch direkt den Turmskin. Oh mein Gott, wie viele Epic-Cards sind das? Hexe Level 8. Drachenbaby. Ist es geil? Ja, oder ist geil, oder? Lassen wir. Natürlich ist geil. Lassen wir komplett so. Geil. Was haben wir noch? Nächste Truhe. Sepp. Es wird jetzt euch irgendwie lächerlich vorkommen, aber ein Sepp ist so wichtig, weil so viele Skelettarmee spielen. Und Sepp ist 20 Mal besser als Pfeile, glaubt mir. Also, es ist kein Vergleich. Prinz. Wir lassen den Prinz, oder? Ja, wir lassen ihn mal. Ramok raus. Valkyrie auch raus. Komm, Inferno-Turm ist neu. Lassen wir auch. Okay. Und die Frage ist, ob wir welches Level jetzt erreichen. Wir sind Level 6, glaube ich. Wir können gleich mal schauen, welches Level wir gleich erreichen werden. Da kann auch das nicht so geil. Riese, okay. Hexe. Wir lassen es. Ist eigentlich geil. Ganz ehrlich, sind eigentlich gute Karten. Es ist zu krank. Was soll ich sagen? Dieses Angebot ist einfach zu heftig. Wir kommen jetzt erst zu zwei Blitztruhen, dann zu zwei Riesentruhen und dann kommen wir zu zwei Mega-Blitztruhen. Und dazu auch noch insgesamt über 100.000 Gold. Wir starten rein, kommen zum ersten Angebot. Wir kriegen auch krasse Emotes, das darf man auch nicht vergessen. Die Emotes sind auch absolut geil zu Halloween. Let's go. Wir starten rein, erstmal zwei Blitztruhen, dann zwei Riesentruhen, dann zwei Mega-Blitztruhen. So krank, ey. Let's go. Und die Emotes sind auch geil. Und Gold, also das ist Wahnsinn. Pfeile brauchen wir nicht. Feuerball, was kriegen wir? Prinz, können wir lassen. Vor allem Pfeile sind unnötig, brauche ich nicht. Ich würde gerne Sepp haben, wäre geil. Nee, komm, Sepp. Ah, Bomber. Nee, kein Bomber. Wir können zumindest upgraden, kriegen Erfahrungspunkte, aber trotzdem. Nächste Truhe. Hex ist nicht schlecht. Mal schauen. Wieder. Am besten Sepp, bitte. In Hütte will ich eigentlich auch nicht. Okay, komm. Ah, Ramok ist besser. Ramok ist in Ordnung. Wir kriegen so viel Gold, kriegen vor allem den krassen Emote, können wir jetzt gleich anschauen. Und wir kommen jetzt, würde ich sagen, zu der nächsten Truhe. Oder zu den nächsten Truhen. Riesentruhen. Let's go. So, wir kommen jetzt erst zu den Riesentruhen, bevor wir zum krassesten kommen. Also, die Megablitztruhen ist halt kein Vergleich, das wird zu heftig werden. Okay, let's go, Riesentruhen. Was kriegen wir? Ja, das ist schon mal so geil. Okay, einmal, ach so. Oh, ich habe nicht hingeschaut, aber trotzdem, Megalakai ist wichtig. Hütte, dreimal. Okay. Kobolde, ja. Komm, jetzt noch irgendwas Gutes. Ah, Grabstein ist in Ordnung, ja, geht klar. Ich weiß auch gar nicht, welche seltenen ich möchte. Eigentlich vor allem Musketieren und Megalakai eigentlich, ja. Ja, viermal. Ja, viermal ist halt auch nicht wirklich viel. Sepp, sehr gut. 33 Mal. Ja, Goblins sind in Ordnung. Jetzt komm, Musketieren. Nee, bah. Will ich nicht. Spiel ich nicht. Okay. Wir kommen zu den Megablitztruhen. 11 Euro. Wir kriegen 45.000 Gold. Let's go. Zwei Stück. Das ist echt. Wir starten rein. Zwei Megablitztruhen. Gönnen mir eine erste Legendäre. Das wäre krank. Let's go. Oh, das ist so heftig. Was kriegen wir? Fast 100.000 Gold haben wir jetzt schon mal. Goblins, 276. Wir können alles blitzen. Ramok. Riese 21 Mal. Wir brauchen vor allem gute epische Karten oder eine legendäre. Das wäre halt krank. Feuerball, ja. Kann man machen, ja. Blitz. Na, nur einmal. Der ist eigentlich geil. Jäger 5 Mal. Wir haben keine legendäre, wir kriegen gute Epics, hoffentlich. Gib mir Hexe. Was blitzen hier? Ich würde sagen, wir blitzen. Drachenbaby erstmal, oder? Ne, ist geil. Ja, Jäger. Wobei, wir können es upgraden, lassen wir. Wobei, ich will es auf Dauer eigentlich nicht spielen. Wir müssen auf Dauer schauen auch schon. Auf Dauer will ich Riesenskelett nicht spielen, deswegen blitze ich es. Prinz schon eher. Oder? Wobei, Prinz eigentlich auch nicht. Blitzen nochmal.
Golem, ja, das will ich spielen. Wer es nicht weiß, ich bin mit Golem früher, hatte ich meine besten Finishes, deswegen. Und wir blitzen, nichts mehr. Ich würde sagen, es passt. Zweite Truhe. Wir haben immer noch die Chance auf eine Legendäre. Es ist unwahrscheinlich, aber WTF keine Legendäre. Ja, ist unwahrscheinlich. Wir können erst 2 freischalten. Das ist sehr unwahrscheinlich. Es ist nicht hundertprozentig. Vor allem, wir können erst 2 von 16 oder 17 Legendären freischalten. Deswegen, es wäre auch ein bisschen krass, in der zweiten, im ersten Stream direkt eine Legendäre zu ziehen. Skelette. Goblins. Bitte, Legendäre. Bräuchten es viele Seltene? Oh mein Gott, 72 Musketiere. Jetzt ganz viele Epics, dann können wir es schaffen. Nein, leider keine Legendäre, aber es wäre auch zu früh. Heißt, für die nächsten Folgen können wir immer noch eine Legendäre ziehen, aber es wäre für den ersten Stream zu krass gewesen. Was haben wir? Let's go, Golem 11-mal. Was ist das für eine Truhe? Soll ich es so lassen? Bogenschützen würde ich. Wobei? Bogenschützen eigentlich? Ne, wir lassen es so. Was ist das für eine geile Truhe? Wir lassen es genau so. Einfach nur geil. Was haben wir jetzt für ein Deck? Wir haben jetzt erstmal hier schon eine richtig geile Emote-Sammlung. Absolut geil. Wir haben morgen auch, also mit dem nächsten Stufen der Pass Royale haben wir auch den Turmscan auf jeden Fall. Weil zuerst mal alles upgraden, dass wir jetzt erstmal genau wissen, was wir am höchsten haben. Und vor allem, dass wir eben die maximalen Erfahrungspunkte bekommen. Dass wir jetzt am besten jetzt hier direkt eben Level 7 haben. Wir haben Level 7. Das ist halt. Alter, das ist halt krank. Wir haben direkt in der ersten, im ersten Stream direkt Level 7 hier erreicht. Ein Golem jetzt hier auch direkt. Was? Das muss gerade screenshotten. Wir haben Golem Level 9. Das ist ja zu heftig. Direkt Golem Level 9 einfach, was? Auf 1000 Trophäen Golem Level 9. Das ist geil. Okay, was haben wir für ein Deck jetzt hier? Erstmal Level 7 erreichen. Das ist halt krank für die erste Folge. Goblins wären vielleicht was anderes. Da fehlt noch ein Kobold für Level 9. Das wäre halt geil. Ich pack sie mal rein. Ich glaube, es ist offensiv halt geiler. Machen wir mal. Ja, machen Goblins rein. Mach ich mal. Okay, würde ich sagen, unfassbar kranker erster Stream. Über 2000 Zuschauer die ganze Zeit. Unglaublich geiler Support. Wir haben so viele krasse Karten gezogen. Das ist Deck Level 9, Level 8 Karten. Ungeschlagen und ohne einen Turm zu verlieren auf 1000 Trophäen geschafft. Ich bin gespannt, wie lange wir es noch schaffen, ohne einen Turm zu verlieren, hochzukommen. Danke fürs Zuschauen. Freue mich auf jeden Fall über jeden Support. Könnt ihr noch im Abstand vorbeischauen. Im Abstand auf jeden Fall in Zukunft immer alle Folgen in der Playlist verlinkt sein zum Pay-to-Win-Projekt. Und ja, danke fürs Zuschauen. Krankes Projekt. Kranker Support. Und ciao.